12. August 1981, Ballindery, Nordirland. Um etwa 13.40 Uhr an diesem sonnigen Mittwochnachmittag verabschiedet sich die 9-jährige Jennifer Cardi von ihrer Mutter und macht sich mit ihrem neuen Fahrrad auf den Weg zu ihrer Freundin Louise, die etwa 2 Kilometer entfernt am anderen Ende des Ortes wohnt. Sie war bisher immer pünktlich wieder zurück zu Hause, doch an diesem Tag blieb sie ungewöhnlich lange weg. Ihre Mutter macht sich irgendwann Sorgen und ruft bei den Eltern von Louise an, nur um zu erfahren, dass Jennifer nie dort ankam. Sie macht sich mit ihrem Mann Andy sofort auf die Suche nach der 9-Jährigen in der Nachbarschaft. Irgendwann haben sie den halben Ort abgesucht, doch von Jennifer gab es keine Spur, weshalb sie um etwa 21 Uhr die Polizei informierten. Gegen Mitternacht folgte schließlich eine besorgniserregende Entdeckung. 2 Männer, die bei der Suche halfen, fanden Jennifers Fahrrad hinter einer Hecke auf einem Feld, bedeckt mit Zweigen und Blättern. Der Fahrradständer war ausgeklappt, weshalb man davon ausging, dass Jennifer auf dem Weg zu Louise anhielt und von dem Fahrrad stieg, um mit dem Entführer zu sprechen. Der Fund alarmierte das gesamte Dorf und mehr als 200 Menschen halfen bei der Suche nach der Vermissten. Es dauerte ganze 6 Tage, bis 2 Jäger Jennifers Körper in einem Staudamm nahe der Stadt Hillsborough fanden, etwa 25 Kilometer entfernt von ihrem Elternhaus. Ein Gerichtsmediziner entdeckte Würgespuren an ihrem Hals und konnte die Todesursache auf Ertrinken zurückführen. Jennifers Armbanduhr blieb um 17.40 Uhr stehen und man ging davon aus, dass sie noch an dem Tag ihres Verschwindens ertrank. Nun wird den Ermittlern klar, dass sie es nicht mehr mit einem Vermisstenfall zu tun haben, sondern mit einem Mord. Doch zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, dass Jennifer das erste von mindestens 4 Opfern des schottischen Serienmörders Robert Black ist, der zwischen 1981 und 1986 in Großbritannien für Angst und Schrecken sorgte und als einer der meistbesuchten Verbrecher der modernen britischen Kriminalgeschichte galt. In den nächsten Minuten schauen wir uns die gesamte Geschichte des Robert Black an. Wenn du keine spannenden Videos mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Robert Black wurde am 21. April 1947 als uneheliches Kind einer jungen Mutter in Grangemouth, Schottland, geboren. Seine Mutter plante nach Australien auszuwandern und gab den jungen Robert zur Adoption frei. Im Alter von etwa 6 Monaten wurde er einer Pflegefamilie in den schottischen Highlands zugewiesen, wo er ungefähr die ersten 10 Jahre seines Lebens verbrachte. Robert wurde früh verhaltensauffällig. Er neigte zu Aggressionen und zerstörerischem Verhalten und hatte nur wenige Freunde. In der Schule wurde er von seinen Altersgenossen gehänselt, die sich oft über seine schlechte Körperhygiene lustig machten und er selber hänselte jüngere Kinder. Mit etwa 5 Jahren entwickelte er ein starkes Interesse für die weiblichen Genitalien in seiner Altersgruppe. Der junge Robert war zudem regelmäßiger Bettnässer, wofür ihn seine Pflegeeltern regelmäßig bestraften, teilweise auch mit Prügel. Dies passt zu den damaligen Beobachtungen der lokalen Anwohner, die Robert oft voller blauer Flecken gesehen haben, weshalb sie vermuteten, dass er in seiner Pflegefamilie geschlagen wurde. 1958 sterben seine Pflegeeltern und er wird einer anderen Familie zugeteilt, die ihn jedoch wieder abgibt, nachdem Robert zuvor ein junges Mädchen in eine öffentliche Toilette zerrte, wo er sie anfasste. Er kommt in einem Kinderheim unter, wo er jedoch erneut durch sexuelle Übergriffe auffällt und schließlich in einem deutlich strengeren Pflegeheim nur für Jungs landet. Wie sich später herausstellt, vergingen sich die Mitarbeiter des Heimes über einen Zeitraum von knapp 3 Jahren an den pubertierenden Robert. 1963 wechselte er in ein anderes Wohnheim, wo er als Lieferjunge für eine Fleischerei arbeitete. Er gibt später zu, während seinen Lieferungen insgesamt zwischen 30 und 40 Mädchen angefasst zu haben, die er auf seinem Weg alleine antraf, jedoch wurde keiner der Fälle zur Anzeige gebracht. 1963 wird Robert Black im Alter von etwa 16 Jahren zum ersten Mal verhaftet, nachdem er eine 7-Jährige in einen verlassenen Luftschutzbunker lockte, wo er sie bewusstlos würgte und sich anschließend an ihr verging. Er kann einen Tag später von der Polizei festgenommen werden, doch aus irgendeinem Grund ging man davon aus, dass sich dieses Verhalten nicht wiederholen wird und Robert keine Therapie benötigt. Irgendwie schafft er es, mit einer Verwarnung davon zu kommen. Einige Zeit später zieht er zu einem älteren Ehepaar in das schottische Grangemouth, wo er zur Untermiete wohnte. Dort lernt er irgendwann seine erste und auch einzige feste Freundin kennen, mit der er über einige Monate eine Beziehung führt und ihr sogar einen Heiratsantrag macht, jedoch verlässt diese ihn kurze Zeit später.
1966 wird der 19-jährige Robert von seinen Vermietern aus der Wohnung geworfen, nachdem diese herausfanden, dass er sich an deren 9-jähriger Enkeltochter verging, wenn diese zu Besuch kam. Robert wurde jedoch nicht von den Vermietern angezeigt, da sie das Mädchen nicht noch stärker durch Aussagen bei der Polizei oder vor Gericht traumatisieren wollten. Da er nun seine Wohnung verloren hatte, zog er wieder um und kam dieses Mal bei einem Ehepaar unter, die eine 6-jährige Tochter hatten. Wie zu erwarten, wurde er auch hier wieder schnell straffällig. Nach etwa einem Jahr zeigt das Ehepaar ihn bei der Polizei an, da Robert sich mehrfach an ihrer Tochter verging. Er bekannte sich vor Gericht schuldig und wurde für etwa ein Jahr in eine Besserungsanstalt für jugendliche Straftäter eingewiesen. Über seinen Aufenthalt dort erzählte er nicht viel und es wird vermutet, dass er dort schwere Gewalterfahrungen gemacht hat. 1968 zieht er nach London, wo er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Darunter auch eine Arbeitsstelle als Bademeister eines Schwimmbades, wo er nach kurzer Zeit wieder entlassen wurde, weil er ein Mädchen anfasste. Schon wieder kam es nicht zu einer Anzeige. In seiner Londoner Stammkneipe lernt er irgendwann ein schottisches Ehepaar kennen und zieht im Jahr 1972 schließlich bei ihnen ein. Dort wohnt er bis zu seiner endgültigen Verhaftung auf dem Dachboden. Er spart etwas Geld und kauft sich einen weißen Kleintransporter und bekommt 1976 einen festen Job als Fahrer für einen Plakathersteller, bei dem er Post- und Werbeplakate in Großbritannien, Irland und anderen Teilen Europas auslieferte. Von seinen damaligen Kollegen wird er als gewissenhafter Mensch beschrieben, der sich nicht vor der Arbeit drückte und auch bereit war, lange Strecken zu fahren. Durch seine Arbeit als Lieferant kannte er sich irgendwann sehr gut im britischen Straßennetz aus, weshalb es ihm nicht schwer fiel, Kinder an einem Ort zu entführen und ihre Körper zum Teil hunderte Kilometer entfernt abzulegen. Seine kriminelle Energie wird vor allem dadurch deutlich, dass er sein Aussehen häufig und sehr stark veränderte, damit er nach seinen Verbrechen nicht mehr so leicht von Zeugen identifiziert werden kann. Hierzu ließ er sich die Haare wachsen und rasierte sich später eine Glatze, trug verschiedene Bärte und besaß einen Haufen unterschiedlicher Brillen. Nun beginnt seine Mordserie mit dem Fall, der am Anfang dieses Videos beschrieben wurde. Die 9-jährige Jennifer Cardi fällt Robert Black als erstes zum Opfer, als sie sich mit dem Fahrrad auf dem Weg zu ihrer Freundin macht. Sie wird noch an dem Tag ihres Verschwindens von ihm entführt, gewürgt und ertränkt und er wirft sie in einen knapp 25 Kilometer entfernten Staudamm, wo Jennifer ganze 6 Tage später gefunden wird. Dieser Ablageort liegt nahe einer Raststätte an einer Straße, die besonders von Fernfahrern häufig genutzt wird. Daher vermuten die Ermittler, dass sich der Täter gut in diesem Bereich auskennt. Am 30. Juli 1982 entführt Robert Black sein zweites Opfer. Es ist die 11-jährige Susan Maxwell, die in einem kleinen Ort an der nördlichen Grenze zwischen England und Schottland lebt. Sie wird um etwa 16.30 Uhr zum letzten Mal auf dem Weg nach Hause gesehen, kurz nachdem sie im Nachbarort Tennis spielte. Als von Susan jede Spur fehlt, startet die Polizei noch am nächsten Tag eine weitläufige Suche, bei der über 300 Beamte, zum Teil mit Spürhunden, jedes einzelne Gebäude in der Umgebung nach der 11-Jährigen absuchten. Insgesamt betrug der Suchradius über 200 Quadratkilometer und mehrere Zeugen geben an, einen weißen Kleintransporter in der Gegend gesehen zu haben. Knapp 2 Wochen später entdeckt ein LKW-Fahrer Susans Körper über 400 Kilometer entfernt in einem Gebüsch neben einer Landstraße. Die Todesursache und der genaue Zeitpunkt kann nicht mehr festgestellt werden, doch klar ist, dass sie gefesselt wurde und ihre Unterwäsche neben ihr lag. Die Ermittler kommen später zu der Vermutung, dass Susan kurze Zeit nach ihrer Entführung starb und mindestens 24 Stunden in Robert Blacks Fahrzeug lag, während er für eine Lieferung durch das Land fuhr. Am 8. Juli 1983 verschwand die 5-jährige Caroline Hogg in einem Vorort von Edinburgh beim Spielen vor ihrem Haus an der Nordseeküste. Als sie abends um kurz nach 7 immer noch nicht wieder zu Hause ist, machen sich Carolines Eltern und ihre Familie auf die Suche nach ihr in der näheren Umgebung. Sie treffen auf einen Jungen, der ihnen erzählt, er habe Caroline mit einem Mann in der Nähe der Strandpromenade gesehen. Die Polizei wird informiert und das Verschwinden der 5-Jährigen macht Schlagzeilen in allen Nachrichten Großbritanniens. Mehr als 2000 freiwillige Helfer beteiligten sich an der Suche nach Caroline. Es dauert nicht lange, bis sich Zeugen melden, die einen eigenartigen Mann mit Glatze und Hornbrille dabei gesehen haben, wie er mit Caroline sprach. Der Mann hielt sie an der Hand und ging mit ihr zum lokalen Jahrmarkt, wo er ihr eine Fahrt auf dem Karussell bezahlte und anschließend mit ihr davonging. Etwa 10 Tage später wird Carolines unbekleideter Körper neben einer Landstraße gefunden, etwa 500 Kilometer entfernt von ihrem Zuhause. Auch in diesem Fall konnten Todesursache und Todeszeitpunkt nicht mehr ermittelt werden, doch die Polizei ist sich nun sicher, dass es sich um denselben Täter handelt und dieser als Fernfahrer arbeitet.
Am 26. März 1986 verschwindet die 10-jährige Sarah Harper um etwa 19.50 Uhr in einem Vorort der Stadt Leeds in West Yorkshire, England. Als sie kurz das Haus verließ, um in einem Laden Brot zu kaufen, nur etwa 100 Meter entfernt von ihrem Elternhaus. Eine Verkäuferin erinnert sich an Sarah und gibt an, dass die 10-jährige Brot und Chips kaufte und währenddessen ein Mann mit Glatze den Laden betrat. Als Sarah fertig ist und wieder geht, folgt ihr der Mann nach draußen. Nach etwa einer halben Stunde ist sie immer noch nicht wieder zu Hause und Sarahs Familie macht sich Sorgen. Sie suchen die Nachbarschaft nach ihr ab, jedoch fehlt von ihr jede Spur und die West Yorkshire Police wird informiert. Die Polizisten nehmen den Fall sofort ernst und leiten eine riesige Suchaktion mit mehr als 100 Beamten ein, bei der über 3000 Grundstücke durchsucht werden. Mehr als 1400 Personen werden befragt und Zeugen sagen aus, einen weißen Kleintransporter und einen verdächtig wirkenden Mann mit Glatze in der Nähe des Hauses von Sarah Harper gesehen zu haben. 3 Wochen später entdeckt ein Mann Sarahs Körper in einem Fluss nahe Nottingham, über 100 Kilometer entfernt von dem Ort ihres Verschwindens. Sie war nur halb bekleidet und gefesselt und starb Vermutungen nach etwa 5 bis 8 Stunden nach ihrer Entführung. Sie starb sehr wahrscheinlich durch Ertrinken, wies aber Verletzungen auf, durch die sie wahrscheinlich bereits das Bewusstsein verloren hat, bevor man sie ins Wasser warf. Zeugenaussagen über einen kräftigen Mann mit Glatze und einem weißen Transporter häuften sich zu dieser Zeit. Am 23. April 1988 schafft es Theresa Thornhill als erstes Mädchen einer Entführung durch Robert Black zu entkommen. An diesem Abend war die 15-Jährige mit ihrem Freund unterwegs und machte sich bald auf den Rückweg nach Hause, wo sich ihre Wege trennten. Theresa war nur etwa 1,50 Meter groß, weshalb sie im ersten Moment deutlich jünger aussah. Wie sich später herausstellt, hatte Robert Black sein altes, weißes Fahrzeug verkauft und einen neuen, blauen Transporter gekauft. Mit diesem hält er neben Theresa an und versucht, sie in das Auto zu zerren, doch sie kann sich wehren und seinen Griff lockern. Sie beginnt, um Hilfe zu schreien, was ihr Freund in der Ferne noch hören kann. Dieser kommt ihr zur Hilfe und Robert lässt die 15-Jährige los, setzt sich in das Fahrzeug und rast davon. Die beiden Jugendlichen laufen zu Theresas Eltern und erklären, was passiert ist, woraufhin die Polizei informiert wird. 2 Jahre vergingen bis zu dem Tag, an dem Robert Black endlich gefasst wird. Am 14. Juli 1990 in dem kleinen schottischen Dorf Stowe ist der 53-jährige David Hirks gerade dabei, seinen Rasen zu mähen, als er auf der anderen Straßenseite den blauen Transporter sieht. David sieht, wie der Fahrer aussteigt und die vorbeilaufende 6-jährige Nachbarstochter auf der Beifahrerseite in das Auto stößt. Er notiert sich das Nummernschild und informiert die Eltern des Mädchens. Die Polizei wird informiert und innehalb weniger Minuten erreichen 6 Polizeifahrzeuge den Tatort. Unter den Beamten ist auch der Vater des entführten Mädchens, der bei der lokalen Polizei arbeitete. David spricht einige Zeit mit ihnen und beschreibt seine Beobachtung, als er plötzlich erneut den blauen Transporter sieht und die Polizisten auf das Fahrzeug aufmerksam macht. Diesen gelang es, das Auto anzuhalten und dem Fahrer, Robert Black, Handschellen anzulegen. Der Vater des Mädchens, also der Polizist, öffnet daraufhin die hinteren Türen des Transporters und ruft den Namen seiner Tochter, als sich plötzlich ein Schlafsack auf der Ladefläche bewegt. Darin befand sich das Mädchen mit Fesseln an Händen und Füßen und einer schwarzen Haube auf dem Kopf. Wie sich später herausstellt, hatte sich Robert Black kurz vorher an einer Raststätte an dem Mädchen vergangen, was durch medizinische Untersuchungen bestätigt wird. Robert wird verhaftet und bei der Durchsuchung des Transporters finden die Ermittler Seile, Pflaster und mehrere schwarze Stoffhauben. Auch verschiedene Kleidungsstücke vom Mädchen, eine Matratze und eine Polaroid-Kamera werden entdeckt. Die Durchsuchung seiner Dachbodenwohnung bringt einen Haufen verbotener Fotos und Videos ans Tageslicht. Er wird zunächst für die neueste versuchte Entführung angeklagt und mehrere Psychiater stellen die Prognose auf, dass Robert Black auch in Zukunft noch eine große Gefahr für Kinder bleiben wird. Daher wird er zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Die Ermittlungen gehen weiter und es werden Beweismittel für die 4 Morde gesammelt. 2 weitere Verhandlungen folgen in den Jahren 1994 und 2004 und Robert Black wird in 4 Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt. Einige Ermittler halten es für möglich, dass Black weitere Morde begangen haben könnte. 1995 wird er im Gefängnis von 2 anderen Insassen attackiert, die kochendes Wasser auf ihn schütteten, ihn mit einem Tischbein verprügelten und mit einem improvisierten Messer auf seinen Rücken einstachen. Am 12. Januar 2016 stirbt Robert Black im Alter von 68 Jahren an einem Herzinfarkt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Wenn du möchtest, kannst du auch in die Videobeschreibung schauen. Dort findest du einen Link zu der Playlist mit meinen anderen kurzen Dokumentationen zu anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.